Am 26. März 2009 eröffnet nach rund 20 Monaten Bauzeit die neue Rhein-Berg-Galerie in Bergisch Gladbach. Der verantwortliche Projektleiter Herbert Krämer führte persönlich durch die Noch-Baustelle und ermöglichte vorab schon einmal einen eindrucksvollen Einblick der neu entstehenden Verkaufshallen. Haupteingang hier reingekommen. Hier gibt es diesen Lichtausschnitt. Leider können wir an der Stelle noch nicht in die Kuppel schauen. Das können wir erst, wenn wir im hinteren Teil des Objektes sind. Und hier verteilen sich dann die Rollsteige, sowohl in das Basement als auch in das Obergeschoss bzw. zu den Parketagen. Daneben gibt es hier auf der Seite, kommen wir gleich noch vorbei, dann die Aufzüge, mit denen die Kunden dann auch die einzelnen Etagen besuchen können. Der Innenausbau ist in vollem Gang. Überall wird geschleift, geflext, gestrichen, verfugt und verkabelt. Aktuell sind noch ca. 90 Bauarbeiter im 24-Stunden-Vollbetrieb mit den finalen Arbeiten auf der Baustelle beschäftigt. Der Fertigstellungstermin ist schließlich fix. Beim Rundgang beeindruckt das Herzstück des Centers: die Glaskuppel und der helle Innenraum. Die Galerie misst an höchster Stelle 26 Meter. Schon eine Schwindelgrenze. Derzeit werden die Innengerüste entfernt, die Rolltreppen sind bereits funktionsbereit. Erste Shopflächen werden von den Mietern Müller, Vero Moda, Görz, New Yorker und Saturn bereits ausgebaut. Vom Dach des Gebäudes das Panorama der Innenstadt. Der Bau des gesamten Einkaufszentrums liegt voll im Zeitplan, sodass der Eröffnung am 26. März 2009 nichts mehr entgegensteht. Über 40 Mieter werden mit einem ausgewogenen Branchenmix die Besucher herzlich willkommen heißen. Ja, wir sind sehr gut in der Zeit. Alle Gewerke liegen im Plan, sodass die Vorbereitungen für eine pünktliche Eröffnung am 26. März getroffen sind. Ich freue mich, dass wir so weit gekommen sind. Als wir gestartet sind im Jahre 2005, haben nur wenige daran geglaubt, dass wir das Projekt so zügig und auch in der geplanten Form umsetzen können. Das ist uns weitestgehend gelungen. Wir haben es geschafft, dass wir letztes Jahr ja die Rhein-Berg-Passage eröffnen konnten. Dieses Jahr nun im März die Rhein-Berg-Galerie. Und damit kommt das geplante Innenstadtkonzept für die Stadt Bergisch Gladbach dann zu einem Abschluss. Jetzt sind Sie ja auch ortsansässig hier im Rheinisch-Bergischen Kreis. Inwieweit hat das mit reingespielt in Ihr Engagement für die Rhein-Berg-Galerie? Ja, es hat sich so ergeben, dass wir sozusagen vor der Haustür die beiden Projekte umsetzen konnten. Und es war natürlich eine Freude, in der Heimatstadt sozusagen zwei solche Projekte anpacken und realisieren zu können. Herr Krämer, vielen Dank. Gerne.